Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Packtour auf unserem Kanal. Mein Name ist Dennis aka Bluefire und wir zeigen euch heute Temple of Death. Und ich bin auch nicht alleine, der liebe Rick ist auch dabei. Sag hallo. Hallo, hallo. Ja, schön, dass du nochmal die Zeit gefunden hast. Hast du ja auch schon beim letzten Video erwähnt, dass du bis Sonntag gesagt hast. Ja, das hat gerade noch so gepasst. Ne? Ich bin froh, dass ich es noch geschafft habe. Ja, ja, ja. Ich bin auch froh, dass du dabei bist. Ist immer schön, jemanden dabei zu haben, nochmal so einen Park zu zeigen, wo zwei oder vier Augen drauf gucken können. Ist immer sehr, sehr schön. Temple of Death. Ja, eben. Temple of Death von Benutzername dieser Park. Ein altbekannter für uns zumindest. Ich hoffe für euch natürlich auch. Ich möchte dennoch, bevor wir jetzt hier losstarten, ein paar Infos geben. Ich habe aber die Timestamps drin, wenn ihr keinen Bock habt auf diese Infos, die eigentlich auch sehr wichtig sind für euch, dann könnt ihr die natürlich auch wegskippen, gar kein Thema. Also, zur ersten Info ist, ihr habt es ja alle mitbekommen, Planet Coaster 2 kommt dieses Jahr raus und wir wollen natürlich auch mit Planet Coaster 2 direkt starten. Klar. Das Spiel kommt erst im Herbst, vermutlich auch erst im November, so bevor jetzt hier die Weihnachtszeit anfängt. Ist ja auch verständlich, da verkauft sich alles meistens besser. Werden wir keine Parktouren jetzt erstmal, Parkbewerbungen mehr annehmen. Gerne seid ihr trotzdem herzlich willkommen bei uns im Discord und ja, der Grund ist halt, wir haben jetzt noch so viele Parkbewerbungen. Die Challenge, die Dark Ride Challenge, die wir am Laufen haben, läuft ja auch noch. Da werden ja auch nochmal die Parktouren zukommen. Und wir können das dann irgendwann auch nicht mehr stemmen, weil wenn Planet Coaster 2 kommt, dann wollen wir auch sofort damit starten. Das ist ja wohl für jeden verständlich. Und ich glaube, ihr wollt das ja auch direkt haben und loslegen. Wir sind ja nicht die Einzigen, die das dann losspielen wollen, ja. Deswegen erstmal vorab bitte keine Packbewerbung mehr schicken. Die jetzt noch im Discord sind, klar, die zeigen wir euch noch alle. Gar keine Frage, aber das sollte jetzt erstmal so die Info sein für euch, dass wir das auf jeden Fall erstmal so abarbeiten, was wir da jetzt haben. Ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür und ihr versteht das auch. Und ja, es ist halt ein bisschen schwierig, weil sonst haben wir wirklich so viel Arbeit vor uns und das noch vor Release zu beenden, wird ein bisschen hart. Ist ein bisschen ausgebucht gerade. Ja, ja, genau. Und natürlich hat der liebe Rick auch schon ein informatives Video rausgebracht zu Planco 2. Wenn ihr es noch nicht angeschaut habt, dann schaut euch das gerne an. Die Infos werden wir auch weitergeben, natürlich. Ihr werdet hier immer informiert, was es Neues gibt. Also bleibt hier ruhig dran bei diesem Kanal. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, dann lasst doch gerne ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Und auch gerne ein Abo, damit ihr auch diese Infovideos nicht verpasst. Klingt ein bisschen wie eine Abmoderation. Sind wir jetzt fertig? Nein. Wieso das denn? Ja, nein. Wenn euch das Video gefallen hat, es klang so, als wärst du jetzt fertig. Ach Quatsch. Nein. Hatte ich noch eine Info? Ich weiß es nicht. Mir fällt es gerade nicht ein. Eigentlich hatte ich alles soweit gesagt. Das ist so die einzige Info, die ich jetzt an euch geben wollte. Und ja, dann fangen wir mal mit Temple of the Death vom Benutzername an. Es gibt eine kleine Story über diesen Park. Die möchte ich euch natürlich wie immer kurz vorlesen. Und zwar die Story. Nach Jahren der Suche wurde er gefunden. Der geheimnisvolle Tempel, Forscher, Archäologen und Grabräuber machten sich auf den Weg. Was es mit dem Tempel auf sich hat, ist aber bis heute nicht bekannt. Es ist noch niemand von dort zurückgekommen. Ui. Daher hat der Tempel seinen Namen erhalten. Temple of Death. Die Geschichte des Temple of Death, eine sehr lange Geschichte, ganz kurz zusammengefasst. Grundstein des Temple of Death war im April 2018. Im Juni wurde der Tempel vom lieben Hannibal 87 und vom lieben Brillibi vorgestellt. Aufgrund des Feedbacks habe ich mich dazu entschieden, den Tempel neu zu gestalten.
Der Umbau begann im Juni 2018. Es war übrigens auch das erste Planet Coaster Projekt, das ich im Stream gebaut habe. Durch dieses Projekt haben zwischenzeitlich durch dieses Projekt habe ich viele Menschen im Stream kennengelernt, woraus sich auch Freundschaften entwickelt haben. Zwischenzeitlich war ich von dem Projekt aufgrund der langen Bauzeit auch gefrustet und kurz davor, das ganze Teil abzureißen. Letztendlich habe ich mich vor einiger Zeit dazu entschlossen, den Tempel fertigzustellen und dieses Mammutprojekt abzuschließen. Es gibt selbstverständlich noch einige Dinge, die ich noch gerne anders gehabt hätte. Und ja, ich weiß, das Teil sieht irgendwie nicht nach Tempel aus. Auch hätte ich aus heutiger Sicht vieles anders gebaut, aber es ist, wie es ist. Das ist so typisch Benutzername, gell? Aber es ist, wie es ist. Am 23. Februar 2022 habe ich die Arbeiten am Temple of Death eingestellt. Ich freue mich über jedes Feedback. Solltest du eine Vorstellung zum Tempel auf YouTube machen wollen, würde mich das sehr freuen. Bitte schreib mir aber einen Kommentar mit Link zum Video, damit ich es nicht verpasse. Danke. Lieber Benutzername, natürlich machen wir das sehr gerne und auf Discord und überall auf jeder Plattform kriegst du unseren Link. Ich finde, das ist ein sehr nachvollziehbarer Text. Ich glaube, jeder hat irgendwann mal so ein Projekt, also ein Park, der so ewig lange nicht vorwärts geht oder so. Ja, ne? Ja, 2018 ist schon echt lang, aber. Ja, vor allem aber auch dieses angefangen, ne? Und dann nochmal drangegangen und nochmal alles bearbeitet, ja. Ja. Hut ab. Alles war dann noch anders geplant, mittlerweile wird man alles anders bauen und am liebsten abreißen, von vorne beginnen. Ich glaube, das kennen wir alle. Kurz vorab, hier gibt es einen dichten Wald. Das habe ich jetzt nicht vorgelesen, aber das steht auch in der Steam-Beschreibung. Aber den Link auf Steam, den könnt ihr hier unten, ne, wenn ihr draufklickt, in der Beschreibung könnt ihr den öffnen und euch auch selber anschauen natürlich und gerne auch liken und favorisieren und was auch immer ihr alles machen könnt auf Steam, könnt ihr gerne machen. Kurz vorab noch, Benutzername hat auch einen YouTube-Kanal, den verlinke ich euch auch in der Videobeschreibung, falls ihr mal bei ihm reinschauen wollt, was er so Tolles macht, dann könnt ihr gerne da reinschauen und nochmal kurz zum Temple of the Dead. Es ist ein dichter Wald, es gibt einen Weg. Ich kenne ihn nicht, keine Ahnung. Wir schauen uns das mal genauer an und ich würde sagen, es geht los. Das sind ja super Vorzeichen, wenn ich mir so überlege, was in der Geschichte stand. Wollen wir da wirklich reingehen? Kommen wir wieder raus? Boah, wir gucken mal. Ja, toller Start. Spies. Ja, okay, wir gehen Spies vielleicht doch nicht zurück. Read the Steam Description. Oh, der hat sogar einmal auf Englisch und einmal auf Deutsch. Sehr interessant. Ja, die Steam-Geschichte war ja auch eigentlich unten Deutsch, glaube ich. Okay, ne? Genau, war auch. Stimmt, ja. Use Free Cam, Press T. Hat er sogar alles erklärt. Geil. Sehr gut. Lies die Schilder. Ich werde jetzt nur den deutschen Text übersetzen. Öffne nicht den Park. Gäste zerstören die Illusion. Okay, das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Ja, vielleicht ist es irgendein Irrgarten oder sowas. Oder es gibt Wege, die wir nicht lang gehen können, die Gäste nicht lang gehen können oder so. Ja, tue nicht. Herumfliegen oder durch Wände oder den Boden glitschen. Es zerstört die Illusion. Ah, okay. Ja, okay. Wir werden dann sonst gespoilert. Nein, das wollen wir natürlich nicht. Wir bleiben auf dem Boden. Wir bleiben auf den vorgeschriebenen Wegen. Genau. Geh den Weg entlang und fahr mit dem Coaster. Sitzperspektive, erste Reihe, Standardcam. Oh, wird gemacht. Auch schön hier mit den ganzen Glühwürmchen und so, ne? Passt auch ganz gut. Schönen Sounds, cool. Ja. Finde alle Geheimnisse. Es gibt 4 Geheimnisse innerhalb des Tempels entlang der Coasterstrecke. Okay, müssen wir aufpassen, erfahren. Finde alle Easter Eggs. Es gibt ein paar Easter Eggs außerhalb des Tempels. Oh. Okay. Wir müssen aber vorsichtig sein, ne? Wir dürfen nicht vom Weg abkommen, aber trotzdem irgendwie suchen. Probleme beim Finden der Geheimnisse?
geh entlang des Ausgangs, besuche die Chamber of Spoilers. Geil. Der lässt sich aber auch immer etwas Gutes einfallen, finde ich, ne? Ja. Also, sehr kreativ, der Mann. Also muss ich wirklich sagen. Much more suffering, less pain. Ja. Du entscheidest. Dann lass uns mal suffern. Ja. Finde ich gut. Gehe auch schon extra ganz vorsichtig, ganz langsam. Ja, nicht, dass da gleich ein Boden, Loch im Boden ist. Oh, hier sind noch so ein bisschen kleine Spinnchen. Ja, die Details, aber, ne? Die bringen zum Leben. Das ist der Baum. Okay. Ich dachte gerade, da war noch so, wäre so eine Art Gefängnis oder so gemacht mit Bambusstämmen. Ah, okay. Er muss aufpassen, ne? Nicht zu weit weg vom Weg. Oh, der Sound wird schon anders. Hör ich überhaupt in Game Sound? Aber ich höre das, ja. Leaf. Ah, schöner Übergang gewesen jetzt gerade tatsächlich. Echt gut gelungen. Hey, ich habe die Lampen an. Sitzt du im Dunkel? Ist ein bisschen spät heute Abend. ich habe tatsächlich auch alles an hier, ja. Sehr düster, sehr, sehr düster. Ja, das Schild hält auf jeden Fall, was es versprochen hat, ne? Sieht nach Suffering aus. Ja. Überall hier Skelette hängen. Da ist ein Geist. Ja, das ist schon eine gute Atmosphäre. Ja. Absolut. Oh. Jetzt. Okay. Temple of Death. Das sieht aus, als wäre das der richtige Eingang. Oh, jetzt das ist der Tempel. Jetzt frage ich mich natürlich so ein bisschen, wo der andere Weg hingeführt hätte. Wenn das hier der Eingang ist. So, dann gehen wir den Weg doch einmal wieder zurück. Ja, macht das die Immersion nicht kaputt? Ah, okay. Ja, das stimmt. Dann versuchen wir mit dran zu denken, dann machen wir das am Ende. Dann werden wir jetzt mal uns den Tempel angucken. Dann mache ich mal den Vitaro und gucke, was zu schreiben. Oh, ja, sehr gut. Hier geht's auch nochmal einen Weg lang. Ja, vielleicht werden wir da sonst noch hinkommen. Ah, das wird der Ausgang sein, okay. Okay, okay, okay. Okay. Easter Eggs, schauen wir gleich draußen. Wir gucken mal, was wir drinnen so finden. Hier mit dem Nebel, sehr schön gemacht. Nebel ist schon echt cool. Ja, ist ein cooler Effekt. Hängen sie überall Skelette. Sehr nice. Oh, eine Pre-Show, ha? Huh? Ja, der sieht nicht mehr ganz so gut aus. Nö, der ist bis auf die Knochen weggebrannt. Boah. Okay. Das wollte ich nicht. Das war aus Versehen. Ich wollte nicht glitschen. Mann, ist meine Immersion kaputt. Da ist ein Totenkopf. Da ist schon mal die Bahn. Auf jeden Fall. Hier fährt die Bahn auch dann lang. Ich habe die Bahn auch nicht an. Hoffe ich, denke ich. Weiß ich nicht. Ich höre und sehe sie zumindest ja, nicht. Ja, deswegen denke ich auch. Oh, hier gibt's eine Pre-Show. Play me. Ui. Ah, nach Story aus. Ja, bin gespannt. So, was geht? Ah, keine Uhrzeit. Okay. Ich weiß nicht, ob ich so gucken soll. Das ist cool. Ja. Yo. Böse, böse, böse Gedanken. Böse Gedanken. Okay, sehr schön. Das war auf jeden Fall mal schon mal sehr, sehr schön. Ja, da hast du direkt das Setting für den ganzen Park gesetzt. Ja. Muss das hier gerade nochmal ausschalten.
Okay. Weiter geht's. Oh. Wie nennt man die Nummer? Das ist eine Guillotine. Guillotine, genau. Das ist immer so ein schwieriges Wort. Guillotine. Oh, ein Galgen. Das ist einfach ist eine Ausstellung an Mordwaffen, oder? Oh, irgendwie sowas, gell? Das war ein Knopf zu viel. Oh. Aber du bist völlig langweilig, die Q, ne? Nee, absolut nicht. Gibt's auf jeden Fall jede Menge zu sehen. Ja gut, so kann man es auch machen, ne? Ja. Komm auf. Wenn man hier das Seil loslässt, für die es jetzt nicht versteht, auf den ersten Blick, da ist der Kopf. Und der Säbel. Das ist aber auch eine Guillotine. Ja. Nur an einem Seil. Oh, da sind wir schon. Ui. Was eine Begrüßung. Ach, guck mal hier, das ist auch nur dieses komische Zeichen. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Ich will ja auch nichts Falsches sagen jetzt. Ja, ich weiß es jetzt gerade nicht. Auf jeden Fall hat es irgendeine Bedeutung, gell? Ja, das ist... Ich bin sehr gespannt. Also ich bin sehr, sehr neugierig tatsächlich. Mhm. Gut. Es ist auf jeden Fall auf Stopp. Und er sagt die erste Reihe einfach, gell? Ja, hat das auch kein Schild oder so hier stehen, ne? Das erste Reihe. Schon einfach ja, ich sitze ja dann vorne, gell? Einfach... Ja, ich denke schon. Alles klar. Dann 3, 2, 1, let's go. Wir sind sehr gespannt, was du hier gezaubert hast. Mhm. Ich hoffe, wir kommen aus dem Tempel wieder raus. Mhm. Boah, sehr schön gemacht. Cool. Egal, wo du hingehst, überall ist tot. Ja. Ui. Das war knapp. Jo, das sieht geil aus. Ja, das sieht gut aus. Das ist schlecht. Zum Glück ist unser Kanal nicht jugendfrei. Der ist spätestens jetzt das nicht mehr. Boah, stark. Das ist ein cooler Effekt. Das ist richtig gut. Wow. Boah, das ist ja Hammer. Wo es auch so viel Arbeit gewesen ist, alles zu triggern. Ja, aber das hat sich voll gelohnt. Ja. Doppel-Looping. Immer so kaputt gemacht. Ja, absolut. Wow.
Krass. Also, der Benutzername macht bei unserer Dark Ride Challenge auch mit. Ich weiß, die Zeit hast du nicht, um den so zu machen wie jetzt hier, aber Chapeau. Dieser Dark Ride, der hat, ich kann für uns sprechen, glaube ich, uns sehr gut gefallen. Also, das war ja der Hammer. Ja. Also, das ist ja verrückt. Vor allem die Szene mit dem Stern dann halt, ne? Wo die Hexe dann da ist und so. Wir fahren sie jetzt einfach direkt nochmal. Wir sind schon mitten dabei. Ja, und jetzt können wir ja halt ein bisschen darüber quatschen. Was, vielleicht kann ich auch dann hin und wieder mal auf Pause drücken. Und hier ist aber auch wirklich aber so viel getriggert in der Bahn. Ja, voll viel. Super viel. Und ich find's ja auch krass. Ich meine, du weißt wirklich nicht, wo du bist in dem Tempel jetzt gerade, ne? Die Bahn ist ja auch lang. Die ist wir haben diesen Tempel ja auch nie von außen gesehen. Wir wissen ja auch gar nicht, wie groß der ist oder sonst irgendwas. Ja, ja. So wie jede Szene, ja. Wie viele Trigger sind hier drin? Das sieht wohl einfach gut aus. Ja, also wenn ich jetzt hier kurz mal auf Pause drücke. Das sind alles Einzelteile, ne? Das ist, klar, das ist alles Paste and Copy, aber. Cool. Ich sag's immer andersrum, ne? Ja, ich weiß. Ich hinterfrage das schon gar nicht mehr. Hey. Auch hier, ne? Alles Einzelteile, alles diese Diamante. Diese Diamantensteine. Ja. Hab ich auch noch nie gesehen. Hier. Das sind übrigens alles Totenköpfe. Das sind viele Teile. Das ist der Wahnsinn. Dann haben wir hier den aufgeschlitzten. Ja, der hat sich von der Warteschlange inspirieren lassen. Ja. Ja. Das ist auch so genial gemacht. Das fand ich richtig cool. Jetzt kommt ja die Szene hier. Das ist ja das ist so krass. Hier triggert gleich alles hier. Hier wird alles getriggert. Das ist der Wahnsinn. Das ist die beste Stelle von der ganzen Achterbahn. Also alles ist top, aber das hier toppt alles. Die Lava. Ja, die, Lava die Lava im Hintergrund. Hier der Stern, der leuchtet auf. Das ist ja Wahnsinn. Das ist so krass. Und dann geht die Fahrt erst richtig los, gell? Ja, bis dahin war stimmt. Bis dahin ist eigentlich nichts wirklich passiert. Ja. Kriegst ja dann erst die Pre-Show, ne? Erstmal. Ist ja alles Pre-Show. Ja, eigentlich schon, ja. Voll gut gemacht. Jetzt kommen die dreifachen Loopings oder was das war. Ja. Ja, guck mal, selbst wenn man rausfällt, kann man nicht wirklich irgendwo anders gucken, ne? Ich hab alles geachtet. Auch hier, ne? Das ist einfach ein Lava-Ding drin in diesem Tempel. Siehst du nicht kommen. Siehst du nicht kommen. Aber gut, ich wusste auch nicht, worauf ich heute hier einlasse. Nee, das wusste keiner. Das ist wirklich gut gemacht. Ich mag es auch sehr gerne, dass er da viel mit Feuerwerk gemacht hat. Ja, und vor allem, du hast permanent irgendwas, ne? Immer. Permanent. Ja, überall ist das zu sehen. Stark. Ja. Schöner Dark Ride Coaster. Ist so. So kann es aussehen. So kann es aussehen. Genau sowas. Nichts anderes möchte ich bei der Dark Ride Challenge sehen. Genau sowas, genau. ja, also ich bin sehr überrascht tatsächlich. Ich habe damit nicht gerechnet. Muss man wirklich sagen, wir haben ja tatsächlich schon viele Dark Rides hier gehabt auf unserem Kanal. Ja. Und ich muss wirklich sagen, ich hatte bisher noch keinen einzigen Dark Ride von euch bekommen, der mies war. Also es waren alle top auf ihrem Niveau, alle. Es ist verrückt. Es stimmt, du hast recht. Es ist so verrückt. Ja, unsere Community kann halt richtig gut bauen. Ah, Chamber of Spoilers geht's hier rein. Das wollen wir natürlich nicht. Thanks for visiting. No search the secrets. Jetzt dürfen wir uns umgucken. So, Secrets. Die Frage ist, was ist denn damit gemeint? Ja, ist es was Offensichtliches oder? Ja, das ist jetzt meine Frage. Gut, hier ist jetzt halt dieser Stern.
als Baum dargestellt, weiß nicht. Falls dir was auffällt, dann... Ja, ich finde diese ewig hohen, dünnen Säulen irgendwie so... Ja. ...verdächtig, aber ich weiß nicht ganz, was sie zeigen sollen. Oder ob die einfach nur so da sind. Ja. Aber jetzt mal kurz, ne? Hier in dem ganzen Bereich fährt die Achterbahn halt, ne? Mhm. Das ist schon nicht schlecht. Guck mal, es hat mal als Tempel angefangen. Jetzt ist es das da. Ja. Dark Souls von außen sind immer spannend. Ja, ja. Das ist eigentlich gar nicht das, was man so sehen will, ne? Ja, ja gut. Oder auch zeigen. Aber hier ist dennoch trotzdem außenrum was gemacht, ne? Es ist tatsächlich nicht nur einfach ein Block und innen drinne alles schön gemacht, sondern auch außen, ne? Das stimmt. Ich weiß auch nicht, wonach wir jetzt suchen. Tut mir echt leid, aber gut, hier ist ein Auge mit dem Kristall. Keine Ahnung, ich weiß es auch nicht. Hier ist eine Brücke. Aber wo kommt denn der Fluss her? Ja. Ah. Oh. Können wir da tatsächlich, wir können was drücken, wir können was auslösen. So. Die Frage ist was, oder? Das ist der Trigger. Nee, kann ja nicht, ne? Ich muss den ja drücken. Das ist ja nicht die Triggermaschine. Warte mal, da steht Schlange drauf. Ja, dann wird wahrscheinlich die Schlange irgendwas machen jetzt. Das ist eine Punkrock-Schlange. Ja, ist vielleicht ein Hinweis, dass wir einen Schalter finden müssen. Ja, das habe ich auch so verstanden, ne? Dass das einer von diesen vier Schaltern ist, die wahrscheinlich irgendwo versteckt sind. Okay, also hier hinter dem Felsen sehe ich auch nochmal eine Schlange. Ach, willst du jetzt hier durchschlängeln? Okay, diese Schlange wird wahrscheinlich nichts haben. Weil die ist ja angegangen während der Fahrt. Definitiv. Mhm. Oh Gott, jetzt müssen wir hier die ganzen Schalter finden. Ey, also ich hoffe, es sind die Schalter. Gut, die sind jetzt auch verdächtigt, oder? Diese Statuen, die hier sind. Ja. Aber wobei, die laufen auch so, ohne. Ah, okay. Haben die es eben auch gemacht? Ist mir nicht aufgefallen tatsächlich, aber ich sehe es gerade. Oh, cool. Das ist auch ein schöner Eingang, ne? Schöner Spot. Mhm. Okay. Ach, die Totenköpfe hier gehen dann auch an. Ah. Haben wir es jetzt mit dem anderen Schalter getriggert? Oder ist es von der Achterbahn aus getriggert? Das weiß ich jetzt natürlich nicht. Aber, vielleicht fahren wir auch eben einfach nur blind. Ich weiß es nicht. Ja, gut. Gab so viel zu sehen jetzt auf den ersten Blick. Mhm. Und natürlich rennen wir dann auch rein. Aber die Statuen machen jetzt nichts, habe ich gesehen. Weiß natürlich jetzt nicht, ob hier irgendwo ein Schalter versteckt ist. Also der andere Schalter war ja so ein bisschen da versteckt, wo ein normaler Weg nicht lang geführt hätte. Genau. Obwohl trotzdem irgendwas ist, was optisch aussieht, als würde es lang gehen. Genau. Ich sehe jetzt hier keinen Schalter, auch nicht zwischen den Beinen oder so. Hier ist auch keiner. Auf dem Tempel oben drauf irgendwas? Nee. Im ersten Blick sehe ich jetzt keinen Schalter. Also ich hoffe natürlich, dass wir die Schlange jetzt als den ersten Easter Egg gefunden haben. Aber ich könnte mir sonst nicht anders vorstellen, dass es keiner wäre, oder? Ich glaube auch. Also, ich meine, wir sehen es ja nachher, ne? Ja, eben, genau. Da müssen wir halt in die Schande. Dann gehen wir halt in die Schande. Es tut uns ja leid, aber wir haben unser Bestes gegeben. Ich meine, ich will jetzt auch keine 2 Stunden hier rumeiern. So lange soll die Pacto jetzt tatsächlich nicht andauern. Ja, dann schauen wir, ob wir es finden. Aber ich vermute, dieses Teil hier könnte einen Trigger versteckt haben. Jemand hat von der Bahn aus ziemlich wenig von diesem Stern gesehen. Ja, finde ich auch. Die Frage ist nur, wo es könnte dieser Schalter sein? Das ist die Question. Ja. Es ist gar keine so schlechte. Hier führt auch keinen Weg oder so, wie gerade eben bei der Schlange, meine ich, weißt du?
Das stimmt auch, guck, ja. Guck, da tut sich nichts. Die Bahn ist gerade durch. Da hat sich nichts getan. Da hat sich nichts getan. Ach Mensch, Benutzername. Wir sind so gut versteckt. Ah. Schreib uns mal das in die Kommentare. Ah ne, wir sehen das ja gleich eh. Hat sich erledigt. Ich glaube, es wäre gut zu wissen gewesen, nach was wir suchen. Ja, und vor allem ist halt sehr, sehr schwierig. Gut, hier gibt es natürlich einen Weg für die Achterbahn, aber hier ist auch kein... Der hat ja auch gemeint, während der Fahrt sieht man auch vieles, ne? Aber gut, weiß nicht, ob das... Ich meine, das stimmt ja auch. Wir haben viel gesehen während der Fahrt. Ja. Aber es stand doch ganz am Anfang irgendwas von wegen... Easter Eggs während der Fahrt oder was? Es gab einige außerhalb vom Tempel und einige auf der Fahrt selber. Aber so 4 Stück oder so, glaube ich. Aber ich. Echt schwierig. Ich finde es schwierig. Tatsächlich. Ja, ich auch. Also, ich würde jetzt noch einmal hier so rumgehen und gucken, ob hier noch irgendwie was ist. Vielleicht müssen wir wirklich mehr irgendwelchen. Angeläuften Wegen folgen wir jetzt eben dem Wasser. Ja. Weil ich hier oben. Ich vielleicht gar nicht von oben irgendwie sehen können. Das mit der Schlange, das war echt gut. Hier glitsche ich dann halt durch, ne? Ja. Aber ich kann ja hier nochmal gucken. Ne, hier ist auch kein Schalter. Echt schwierig, das jetzt so irgendwie herauszufinden. Aber dieser Stern ist für mich sowas von offensichtlich. Das müsste noch. Und die Statuen hier vorne. Da kann ich mir auch vorstellen, dass die noch irgendwas machen. Oder haben wir den Schalter vielleicht beim Ausgang nicht gesehen? Ist der hier irgendwo versteckt? Wollen wir in die Schande? Also mir fällt jetzt relativ wenig Orte ein, wo wir... Ja, es sieht auch alles gleich aus hier außen. Ich wüsste es auch nicht jetzt. Also diese Türme hier, die hier rausragen, die sind auch verdächtig. Die Schlange hat halt so einen Anhaltspunkt gehabt, ne? Dass man dann... Ja, die war das. Genau, wegen dem Wasser. Aber vielleicht muss man dem Wasser auch folgen. Vielleicht ist das ein Rätsel. Mal schauen, wo wir rauskommen. Gut, der ging an während der Fahrt. Ja. Aber gut, jetzt sind wir auch gar nicht mehr außerhalb vom Tempel. Ja, das ist ja jetzt auch eigentlich alles die Fahrt, ne? Da ist jetzt auch kein Wasser mehr. Genau. Gut. Warte, da war noch das Fenster, wo wir gerade waren in dem Raum. Ist dahinter irgendwas? Der Weg. Ach so. Ja, das habe ich eben gar nicht gesehen. Nö. Tatsächlich. Aber nicht gesehen. Gut. Lange Rede, kurzer Sinn. Warte mal, vielleicht ist ja hier irgendwo einer. Versteckt. Ja, wir haben auch den anderen Eingang, ne? Den anderen Eingang haben wir auch noch. Ja, das ist ein Totenkopf. Der brennt auf jeden Fall. Meinst du, wir sollen den anderen gehen? Noch? Den anderen Weg? Vorher? Ja, warum nicht? Vielleicht selber. Ich meine, die Fahrt haben wir jetzt gesehen und alles. Dann gehen wir nochmal den Weg zurück. Irgendwie das Gefühl, dass wir irgendwie einen ganzen Teil des Parks noch gar nicht gesehen haben. Meinst du? Also ich weiß, wir sind einmal um den ganzen Tempel drum rumgeflogen, aber irgendwie habe ich das Gefühl, wir haben eine Seite vom Tempel noch gar nicht gesehen. Okay. Ja, Less Pain, ne? Mal gucken, was da so ist. Ah ja. Less Pain. Jump. Verstehe, ja, Hui. Das ist... Hui, okay. So, sieht aber sehr cool aus. Okay. Hier müsste ich dann tatsächlich das Licht anmachen. Mach ich das Licht an, wenn wir unten sind?
Weil unten ist ja Ende, ne? Ah. Wie passend. Das Pinguin. Das ist ja fies. Ist das alles Seile? Gute Frage. Nee. Ah, okay. Spieße. Ja, das ist auch sehr passend. Ja. Ja gut, dann hätten wir den Weg ja auch am Anfang gehen können. Ja, gut, kannst ja nicht wissen, ne? Ja. Gut, aber das muss es gewesen sein, oder? Weil da ging es ja nicht. Also, nicht so wirklich. Less pain, jump. Gut, dann... Ach ja, auf zur Schande, ne? Dann auf zur Schande. Aber wirklich sehr schön gemacht hier alles. Ja. Sehr viel Details und sehr viel Liebe, also das sieht man schon wirklich. Da hast du richtig, richtig Bock gehabt auf dieses Projekt hier. Das sieht man. Sonst hätte das ja nicht immer wieder angefasst, ne? Oder ja. Angemacht. Gott, ich schäme mich. Ich hoffe, wir haben tatsächlich eins gefunden. Oh, guck mal, hier wird noch gefragt. Ja, leider. Ich bin mal gespannt, wie es erklärt wird jetzt. Chamber of Spoiler. Okay, Secret Eyes. Das ist ja geil gemacht hier. Es wäre schon fast schade, wenn ich runtergegangen wäre. Hint. Somewhere after swinging blade after the skull wall. Okay. Spider on the wall, hole in the wall. Müssen wir eigentlich nochmal hingehen jetzt, ne? Wo war das denn? Das war auf der Fahrt, diese Wand, die aus den ganzen kleinen Totenköpfen bestand. Ach so. Dahinter. Uff, wird das noch eine Stunde Parktour hier. Ja, scheinbar. So, okay. Die Frage ist jetzt nur, wo war das? Also du bist zumindest schon auf der richtigen Schiene. Ja, ich glaube auch. Du. Okay, das war hier noch nicht. So, ah, warte mal. Haben wir hier was? Nee. Nee. Gut, dann geht's. Ah, da ist aber... Da war doch was. Da hab ich mich verguckt. Ah, guck mal, Tötenköpfe. Ah, ja, da wollten wir hin. Okay. So. Und jetzt irgendwo eine Spinne. Hier ist eine Spinne. Und da ist ein Loch da unten. Ach krass. Secret. Okay, wenn die Secrets beschriftet sind, dann haben wir noch keins gefunden. Ah, dann haben wir noch keins gefunden. Okay. Ach du lieber Gott, wo willst du denn hin? Ist ja richtig groß. Alter Schwede. Ich brauche Licht. Oh, hallo. Oh, ein bisschen dunkel hier, ne? Ja, das ist ein bisschen gruselig. Go through. Death to the pink penguin. Geil. Ah, wie gut. Greetings to Channel 5 Gaming. Ja, ich wollte es gerade sagen. Das ist ein Maskottchen von dem gewesen. Mm. Sehr cool. Schön. Oh, da müssen wir doch die ganze Strecke abgehen. Ja, sie sind doch in der Strecke dran, okay. Okay, ich dachte, die wären... Ah, ne, es sind vier in der Strecke und irgendwie welche außerhalb. Ja gut, aber ich meine, jetzt wissen wir zumindest, wie so ein Ding aussieht, wenn man es finden sollte, ne? Ja, ich musste auf jeden Fall... Es war auf jeden Fall eins von vier. Also sind wir... Gut, dann gehen wir doch die Strecke. Wir haben ja jetzt erstmal nur einen Hinweis gefunden. Genau. Und die anderen haben wir uns ja noch gar nicht angeguckt. Also dann ist hier bestimmt auch irgendwas, oder? Ja... Hier ist auf jeden Fall nix. Vermutlich ja nicht in jedem Raum was, aber... Nee. Ist schon sinnvoll, ein bisschen genauer zu schauen. Gut, hier steht jetzt aber auch kein... Ah, warte mal. Ah ne, das war aber nur eine Wand, okay. Da ist ein Loch. Gut, dann gehen wir mal weiter. Auf jeden Fall gibt's Schilder. Das ist schon mal... ein guter Hinweis.
zumindest mal was für die Strecke gilt. Boah, das könnte aber wirklich überall sein, ne? Ja, das ist brutal. Das ist wirklich brutal. Kann man da durch? Nee. Ah, ist auch eine Wand. Ah. Ist auch eine Wand. Aber hier ist noch irgendwas. Ist ein Totenkopf. Da kommt Feuer raus. Da kommt Feuer raus, okay. Weil ich habe auch schon wieder irgendwas übersehen. Das kann natürlich auch sein. Also wir gehen jetzt einfach mal die Strecke komplett lang und dann gucken wir tatsächlich. Ja, ich denke auch. Nochmal nach, weil sonst sprengt das hier allen Rahmen. Tut mir echt leid, aber. Gut, jetzt gehen wir hier natürlich den Looping durch. Dann geht es hier weiter. Dann kommt derselbe Looping ja nochmal. Ja, aber ich kann mir vorstellen, dass hier irgendwas ist. Der Stern hier nur dafür da ist, damit man einen Hinweis geben kann, wo das ist. Weil der so ohne Kontext da irgendwie hängt. Ja, schon, ne? Schon eigentlich. Ja, schade, ich dachte jetzt für 10. Hab auch schon gedacht. Dann gucken wir mal, ob hinter dem Stern irgendwas ist. Wo war der? War der hier? Im ersten Looping, glaube ich. Da. Ja, gut, direkt hinter kann ja eigentlich sein. Nein, nein, hier ist nichts. Okay. Dann kommen wir hier wieder raus. Gut, jetzt kann hier natürlich auch irgendwo was versteckt sein. Es kann halt wirklich hinter jedem Stein kann irgendwas sein. Ja, ja, ist so. Oh, Benutzername. Ich habe auch ein bisschen das Gefühl, dass ich ein bisschen blind bin hier. Ja, ich auch. Vorhin war so eine komische kleine rote Lampe gewesen. Ich weiß nicht, ob das auch ein Zeichen dafür ist, vielleicht. Das hat mir eben auch gefragt. Aber ich sehe sonst keine weitere mehr. Oh, da, doch. Da. Oh, welches Secret ist es? 2 von 4. Hui, okay. 2 von 4. Dann sind wir gut dabei. Ja, voll gut. Hat ja auch nur 10 Minuten gedauert, das nächste zu finden. Sehr gut. Eine Leiter hier drin. Uff. Thank you. Thanks to everyone who are visited my streams, give me feedback and helping me to build this monster project. There are a few people that was here nearly since the beginning of the this project and or bring unique great ideas. And to these people, I want to give a special thanks. Thanks for help me be here for years and keep me motivated. Go left. Wrong. Erstmal schön nach rechts gehen, geil. Brillibi. Inspiration. Thank you for the spotlight of Tududududum. Ein Hall of Fame hier. Jo. Müssen wir auch erstmal finden. Hannibals. Hatte die jetzt alle verewigt hier? Pyromitscher. Alter Schwede, wo geht's hier noch lang? Hoji. Satinka? Aber ich meine, ein schönes Schild, ne? Ist gut gebaut. Irgendwann muss mal Platz ausgehen da. Alle rasten aus und Lara. Geil.
Badge. Alle waren sie hier. Ach, okay. Deswegen wrong. Ah, okay. Das ist, geht einmal im Kreis. Krass. Macht Sinn, okay. Benutzername, krass. Okay, das war Secret 4. Also doch, diese rote Lampe. Da müssen wir drauf achten. Okay. Ja, zwei Stück haben wir noch. So, diese rote Lampe. Die müssen wir jetzt... Die müssen wir... Die finden wir. Die finden wir. Jetzt geht's hier nochmal mit dem Looping. So. Geht's hier runter. Ja, die wird ja nicht direkt danach kommen. Ey, die Strecke war ja noch recht lang, ne? Mhm. Und hier hatten wir uns ja auch schon umgeguckt von außen. Von außen, ja. Hier waren wir schon mal. Bin mal gespannt, was noch kommt. Ich bin mal gespannt, ob wir es finden. Das ist das andere. Die Lava ist ein bisschen doof. Für diese kleine Lampe. Ich würde jetzt aber auf Anhieb sagen, hier ist nichts. Noch habe ich auch nichts gesehen. Das war aber gerade eben auch wieder eine Szene gewesen, ne? Wo wir den zweiten gefunden haben. Da sind natürlich extra Räume gewesen, ne? Mhm. Es hat immer irgendwo ein Loch und dann gibt es einen Gang. Nee. Oh, jetzt sind wir schon am Eingang. Okay, dann haben wir was verpasst. Okay, krass. Wo sind denn die anderen zwei? Ja, das finden wir doch jetzt raus, oder? Boah, das wird eine lange Suche. Wie lange sind wir denn schon hier dran? 47 Minuten Bugway. Yes. Yes, das ist my. Also. Wegen mir können wir in diese Halle da mal reingucken, die war ja auch schön gebaut. Weil wir haben ja jetzt so auf Anhieb nichts gesehen. Ne, wir sind einmal rum, ne? Zwei haben wir tatsächlich gefunden, aber die anderen zwei tun uns gerade ein bisschen schwer. Und ich hatte auch gesagt, dass wir jetzt nicht hier eigentlich eine riesen Packtour draus machen wollen. Tut mir echt leid, das war die Q-Line. Naja, aber nur, also selbst wenn wir die Sachen nicht selber finden, wir zeigen sie ja trotzdem dann. Nee, das war die Q-Line. Ja. ja, tut uns leid, Benutzername. Aber wir müssen das. Wir müssen in die. Shame, wir haben unser Bestes gegeben. Außenrum haben wir auf jeden Fall nichts gefunden. So, Secret 2, Hammer. Secret 3. Ist where it starts. Solution. Go through door in the right operator room. Echt jetzt? Da haben wir uns natürlich jetzt gar nicht umgeschaut, ne? Ne, haben wir nicht. So, dann gucken wir uns Secret 4 noch an. You will not find it. Go to solution. Oder solution? Ach du Lieber. Ach je. I just wanted to make sure you have to visit the chamber. Press pause. Then press secret supply, then use secret camera, then end pose. Okay, das ist Secret 4 hier, das, ne? Ja, genau, das machen wir am Schluss. Das machen wir dann zum Schluss, dann gucken wir uns dann doch nochmal. Ah, ich hatte echt kurz überlegt gehabt, weil der war ja auch eingehäust und so, eingehaust. Ja, ich habe gar nicht dran gedacht, dass in der Station Ort sein könnte. Ja, da ist es. Okay, aber da hätten wir auch tatsächlich niemals reingeguckt, glaube ich. Das hätten wir niemals. Nee, ich glaube irgendwie auch nicht dran. Nee, das hätten wir, nee, hätten wir nicht gefunden. Bei aller Liebe nicht. Glaube ich nicht. Ich hatte noch den Gedanken gehabt, kurz zu sagen, also das war aber noch ganz am Anfang, als wir reingekommen sind und die Bahn noch nicht gefahren sind. Ach so, da, ja. Da wollte ich mich genauer umschauen. Aber dann habe ich es nicht getan. Und hab nur dann einmal so rum mit der Kamera rum. Halt. Yo. Aber trotzdem, die Secrets
Wie krass die sind, ne? Also die musst du schon gut suchen für. Ja, aber auch, was er da hingebaut hat. Achso, ja, es ist. Es lohnt sich trotzdem, auch wenn man die Schande nimmt. Oh. Hier ist ja eine zweite Ebene drunter gebaut. Ach, du ahnst es nicht. Wow. Light on, light off. Ach, krass, okay. Das ist die 1.0-Version. Wie geil. Der hat die 2.0 einfach oben drüber gebaut. Ja. Ist nicht dein Ernst, ne? Ey. Und da beschweren sich Leute bei uns, wir zu viel Teile benutzen, ne? Ey, krass. Aber ich find's super cool. Bitte die Warteschlange nicht. Warteschlange nicht füttern, danke. Ja, jetzt müssen wir natürlich auch noch durch. Ja, logisch. Alter Schwede. So. Kein Secret. Ich weiß gar nicht, ob es hier welche gibt. Wir fahren auf jeden Fall jetzt damit, ne? Sau gut. Ich bin total überrascht gerade. Also, ey, komm, wenn man dieses Secret nicht sucht, dann verpasst man einfach alles. Ja, du hast mich jetzt schon wieder bei diesem Park total geflasht. Das ist unfassbar. Und wir sind die anderen schon zweimal gefahren. Das fahren wir so quasi zum dritten Mal. Ja, eine Zeitreise, nur jetzt halt rückwärts. Ja, also das hier war jetzt für alle, die es nicht verstanden haben, die erste Strecke, die er gebaut hat. Die erste Version, genau. Die erste Version. Der Park ja irgendwie 2018 war es, glaube ich, angefangen. Genau, 2018, 22 beendet und dann halt aber erneuert. Ja. Das Layout ist dasselbe, ne? Das Layout ist so dasselbe, glaube ich, ja. Also bisher ja. Na gut, hier hat er dann halt mit Steinen gearbeitet und so. Im neuen Teil. Aber jetzt glaube ich auch, weil das hier jetzt gerade unterirdisch ist, dass das alles ein bisschen dunkler ist. Ja. Also ein bisschen anders ist es aber schon, ne? Mhm. Also Schrauben hatten wir jetzt gar nicht gehabt. Nee, ich habe diese ganze, ich weiß nicht, Außenbereich, was das hier ist. Das ist ja komplett anders. Ja, wir können ja gleich mal das Licht anmachen. Ja. Okay, ja, ist doch ein bisschen anders tatsächlich. Krass, dass einfach der gesamte Park einfach nochmal hier unten ist. Ja, das ist echt Wahnsinn. Deswegen gibt es ja auch keine Wege. Hier raus. So, dann machen wir jetzt mal das gute Ding hier an. Extra hier Spotlights gemacht. Er ist schon cool. Ja, so sah es also als erstes aus. Oh, das sah aber ganz anders aus, der Tempel. Ja, ganz anders. Also von außen ist es was komplett Neues. Ja, es sieht 2.0 auf jeden Fall besser aus. Mhm. Hat sich gelohnt, dass du noch dran gegangen bist. Ja. Gibt's auch den Trigger. Der war von Anfang an da. Der war von Anfang an da. Oh, ich hab eine Fliege hier. Ja, ist schon sehr cool. Ja, finde ich auch. Light off. Muss ich den anderen dann drücken, oder was? Okay. Das ist ein Lichtschalter. Mit ganz, ganz vielen Knöpfen. Ja. Ah, jetzt bin ich aber neugierig, was das letzte Ding ist. Ja. Wir sind ja noch gar nicht fertig. Es ist, also wirklich, wenn du diese Secrets nicht suchst oder nicht findest, dann bekommt man so viel von dem Park hier nicht mit. Ja, es ist wirklich eigentlich das Ding non plus ultra, ne? Ja, ich finde es ein bisschen. Was den Park ausmacht. Auf jeden Fall.
finde es ein bisschen schade, weil ich glaube, es gibt viele Leute, die sagen, ich habe keine Lust, irgendwas zu suchen, dann gucke ich mir nur den Park so an und gut ist. Ja, ja. Hier verpasst man ja wirklich die Hälfte. Absolut. Absolut. Gut, dass wir noch nicht abgeschaltet haben. Mhm. So, er möchte, dass wir Pause drücken. Dann möchte er, dass wir hier drauf drücken. Dann möchte er, dass wir hier drauf drücken. Und hier gibt es nur eine Kamera. Und dann drücken wir wieder auf Pause. Dann schauen wir mal, was passiert. Mhm. Aha. Ich hab's doch gesagt. Ja. Geil. Oha. Das ist ja richtig cool. Sehr schön. Ich glaube, das ist mit einer der coolsten Feuerwerkshows, die ich je gesehen habe. Ja. Stark. Wirklich, stark, ja. stark. Sehr schön. Gut, jetzt sind natürlich außerhalb auch noch ein paar Secrets, aber, oder Easter Eggs, sagen wir mal so, sollen also versteckt sein. Sie gefunden und Hinweise habe ich jetzt auch keine gesehen. Nee, ich auch nicht. Aber der liebe Benutzername wird uns bestimmt in den Kommentaren schreiben, was wir übersehen haben, und was wir übersehen haben, tut uns natürlich auch sehr leid, und es tut uns auch leid, dass wir die Schande genommen haben. Naja, wir mussten ja, ne? Ja, aber wir mussten ja. Fürs Letzte, da hätten wir tatsächlich nicht reingeguckt, bei aller Liebe nicht. Aber vielen Dank für deine Parkbewerbung. Ich freue mich schon auf deine Dark Ride Challenge. Die wahrscheinlich die zweite sein wird. Weiß ich nicht, ob das hier dein einziger Dark Ride war. Dark Ride in, also doppelter Dark Ride, muss man ja sagen. Ne? Das ist ja noch ein Killer. Das ist krass, also Wahnsinn. Ja, mehr gibt's eigentlich nicht dazu zu sagen. Ist der schon ein sehr cooler Park. Ja, der Start war schon klasse mit dem Weg durch den Wald, und dann kommst du hier in diesen Tempel an, und hier gibt's so viel zu sehen. Ja. Ja, also was du gar nicht erwartest zu finden, das ist schon... Ja, wirklich Wahnsinn. Eine tolle Erfahrung. Ja, vielen Dank dafür. Und in diesem Sinne bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Ist dann doch etwas länger geworden, aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Vielen Dank fürs Zuschauen, und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Willkommen auf 7 Sands mit Mitaro, Rick und Blue Fire. Achterbahnträume und Gaming-Feuer. Spiele. Gemeinsam bauen wir Welt hoch hinauf in Pläne, Kunst als Magie.